Ja, und dann haben wir noch einen dritten Versuch. Das ist einfach eine pH-Lösung, pH-Solution. Dann sehe ich, ist es sauer, ist es basisch. Da habe ich jetzt mein klassisches Leitungswasser. Tue ich mal was rein, eins, zwei, ein paar Tropfen halt so. Dann tue ich hier in das Osmosewasser das rein. Dann sehe ich hier, okay, das ist natürlich dann sauer, das ist basisch. Und dann sehe ich hier das Redoxmodul. Und da sehe ich auch hier, das ist natürlich in den basischen Bereich geht. Das rühre ich jetzt einfach mal um und dann sieht man ganz klar den Unterschied. Und so haben Sie auch hier ist das saures Wasser und hier ist es sehr, sehr basisch. Naja, das schaut auch richtig aus wie richtig das klassische Urlaubswasser von den Bahamas. Okay, danke.